Yo Leute, was geht ab? Blayback wieder hier am Start und willkommen zurück zu RuneScape. Diesmal sollte, glaube ich, der Sound meines Mikrofons besser sein. Beim ersten Mal war der ja ein bisschen... Genau, war mein Mikrofon falsch rum. Da habe ich nicht direkt ins... Also da ist ja diese... Wie soll ich sagen, dieses komische Aufnahmeteil drin, ne? Der war nach oben geklappt, das heißt, man hat den ganzen Raum gehört. Und letztes Mal war der nicht richtig eingestellt, weil ich den mal ausgestöpselt hatte. Naja, macht ja nichts. Hoffentlich passt es diesmal. Passt eigentlich auch. Ich habe es diesmal wirklich überprüft. So, ansonsten heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer, und zwar die Welt erwacht. Das heißt, man braucht sehr viele Voraussetzungen, um hier reinzukommen. Beziehungsweise empfohlene Voraussetzungen, ne? Damit ihr alle Belohnung bekommt. Die einzige Voraussetzung ist bei die Welt erwacht eigentlich, du solltest eine Kampfstufe von mindestens 100 haben. Locker easy, kann man machen. Außerdem empfohlene Voraussetzung, um alle Belohnungen zu bekommen, sollte man machen, weil dann muss man sich im Nachhinein nicht darum schlagen, alle Belohnungen zu bekommen, vor allem wenn man jetzt den Perfektionisten-Umhang machen will oder whatever, beziehungsweise Umhang der großen Meisterumhang der Großabenteurer oder Abenteurer. Auf jeden Fall Ritual der Majarett, Fluch der Flammen, die Zweige von Darkmire, eine Allianz wider Willen, was wir letzte Woche gemacht haben, beziehungsweise letzte Aufnahme, der auserwählte Befehlshaber. Man kann, wie gesagt, man kann die Welt erwacht auch ohne diese Voraussetzung abschließen und sich die Belohnung später holen. Aber wie man sie sich später holen kann, ist ein bisschen aufwendig, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, ansonsten, ja. Benötigte Gegenstände sind halt nur Kampfausrüstung und Essen werden dringend empfohlen, ein paar Pots vielleicht noch. Ich weiß aber leider nicht, ob Range, Melee oder Mage. Ich gehe halt mit meinem Todeslotus Tank Gear und mit meinem Noxbow dahin. Gucken uns das mal dann an, wie es wird. Um mit diesem Abenteuer beginnen zu können, braucht man halt eine Kampfstufe 100. Es wird empfohlen, dass deine Kampffertigkeiten alle etwa auf Stufe 70 sind. Natürlich ist das keine Pflicht, aber ihr müsst auch gegen Krea, also Arma, kämpfen. Die ist Kampfstufe 210 gegen Samurak, also Krill Zusaro. Entschuldigung. Der ist 140, General Grado 140, Semoregal 140 und Enakra so 140. Also die haben nicht die Kampfstufen von den vom GWD, aber die haben wahrscheinlich Spezialangriffe, so wie ich die kenne, so wie bei der auserwählte Befehlshaber, weil da war ja General Grado, hat ja auch irgendwelche Spezialangriffe, die er im GWD zum Beispiel nicht hat. So, ihr könnt beginnen, indem ihr zu, wie ist der Typ da, Orlando Smith kommt. Der ist südlich bzw. nordöstlich von Ardaugne, südlich von Dorf der Seher, ne? Hier ist Ardaugne, hier fangt ihr halt an, oder ihr macht einfach Dorf der Seher Teleport und rennt hier straight runter, einfach nur geradeaus runter, passt schon. Hier ist der Ardaugne Magnetit, da müsst ihr einen kleinen Bogen machen. Wenn ihr euch nicht verlaufen wollt, kommt ihr einfach von oben nach unten. So, dann fangen wir mal damit an. Schwierigkeit und Dauer sind beides jeweils Mittel. Wie es sein wird, sehen wir ja. Ne? So, ich bin aus dem Mädel, bla bla bla. Haha, ja, ich würde gerne anfangen. Gerne da. Nehmen wir mal an.
So. Dann öffnen wir mal die uralte Tür. Die ist eigentlich offen. Ah, jetzt ist sie wieder verschlossen. Ja, ist klar. Wow, nice. Das ist es, ich wusste es. Betrachten. Okay. Zerstörte Klinge. Ja, könnte sein, dass das eine Waffe für Götter ist, also gegen Götter. Was gibt es noch hier zu sehen? Gravierung. Gütigste Statue betrachten. Ja, ich gehe ja schon. Ein Schmetterling. Angeblich war diese erste von die Glücks so viele angenommen hat. Das ist perfekt, das kann ich richtig. Ja, das könnte gut sein. Du nimmst das jetzt nicht mit, oder? Ja, total faszinierend, dass sie einen Alarm ausgelöst haben. So, ab diesem Punkt kommen mechanische Kämpfer Stufe 120. Die müsst ihr halt einfach nur töten. Ey, das dauert wirklich nicht lange, die Quest. Ich habe mir vorab mal angeguckt, wie lange es tatsächlich dauern würde, die Quest zu machen. Das Ding ist, diese Idioten, ne, haben den ganzen Dialog abgeschrieben, deswegen dauert das halt zu lange, also muss man so weit scrollen. Ja, Michael Generator 84, ne? Egal. Orlando ist tot. Was? Ich bin eine Margaret-Lebensform. Alter, ich geh kaputt, ey. Was zum Ficken? Oh, 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 oh.
Ich will ja nichts sagen, ne? Aber der ist richtig krass, dieser Nahkämpfer. Also, bei dem könnte man schon rein theoretisch verrecken, weil mein Meldeschutz bringt auch nichts. Ich herkommen sollen. Ja, das ist Sliske. Wer wagt es, dem mächtigen Güttix gegenüberzustehen? Sag doch, das ist Sliske. Bastard. Okay, eigentlich ist die Geschichte schon recht interessant. Oh, jetzt hat er mich wegteleportiert, ich hätte es lesen. Das ist ein Silber von Glücksein. Okay. Alter, was ist das? Ich hasse das, ey. Man kann nichts lesen. Das ist ein Schwert, Alter. Nimm das mal in die Hand. Sag mal, wieso redest Sliske mit mir? Ist ja nicht eigentlich so ein Badass Motherfucker, der alle ausrotten will. Lol, okay. Ich kann echt nichts lesen. Thank you.
kommt nicht weg. Okay, es ist klar, warum. Drehraster. Saratomi, Ziljana. Jetzt kommt der, Bandos kommt von da hinten, oder was? Was will der eigentlich? Den habe ich schon so oft kalt gemacht. Er hat bitte gesagt, lol. Das wäre nicht im Sinne von Amadi, der mir keine Neuigkeit gegen sie setzen wählen würde. Ich fick deine fette Mutter. Das ist Tatsache 210, ey. Ey, lutsch an deinen Füßen, ey. Tja. Wurde es von einem Menschen wieder mal besiegt. Hättest du nicht so rumgemockt, dann wäre das alles nicht passiert. Oh, ein Rätsel wieder. Okay.